Der offene Ozean. Ein Reich unermesslicher, verborgener Kräfte. Lebensraum der größten Tiere unseres Planeten. Scheinbar grenzenlos und tausende von Metern tief. Eine smaragdblaue Wasserwüste, unter deren Oberfläche gnadenlos ums Überleben gekämpft wird. Aber bei Nacht ändert sich das Bild. Dann steigen Milliarden von Lebewesen aus der Tiefe auf. Seltsame, unbekannte Geschöpfe, die im undurchdringlichen Dunkel zu Hause sind. Es ist die größte Massenwanderung der Welt. Wir werden dabei sein, wenn ein Mann versucht, was noch niemand zuvor versucht hat. Er wird sich in die fremde, gefährliche Welt der unterseeischen Nacht begeben und versuchen, dieses spektakuläre Ereignis zu filmen. Der renommierte Unterwasserkameramann und Meeresbiologe Rick Rosenthal filmt seit über 30 Jahren das Leben im offenen Meer. Meistens arbeitet er am Tag, um ausreichend Licht für seine Kameras zu haben. Aber diesmal geht es darum, ein nächtliches Phänomen festzuhalten. Die vertikale Wanderung von Milliarden von Tiefseelebewesen, die aus den ozeanischen Abgründen aufsteigen, um sich an der Oberfläche von Plankton zu ernähren. Das Dunkel der Nacht bietet ihnen Schutz vor tagaktiven Raubfischen. Bei Sonnenaufgang sinken sie wieder hinab in die Sicherheit der schwarzen Tiefe. Diese Wolken aus marinen Lebewesen sind so dicht, dass sich unter ihnen sogar U-Boote einer Ortung entziehen können. Ihr Auf und Ab ist das weltweit größte Phänomen einer beweglichen Biomasse. Ich habe schon viele Tiere und Naturereignisse im offenen Meer filmen können. Aber eins habe ich noch nie gesehen. Den Aufstieg von Tiefseewesen bei Nacht. Vor einigen Jahren tauchte ich weit draußen vor Costa Rica. Als ich einmal nachts ins Wasser sprang, geriet ich mitten in ein Ballett von Mobula-Rochen. Und ich sah Dutzende Arten von Jungfischen, die ich noch nie gesehen hatte, sogar kleine Speerfische. Da sagte ich mir, du musst öfter bei Nacht arbeiten. Deshalb will ich jetzt versuchen, nachts auf hoher See diese vertikale Wanderung zu filmen. Leichter gesagt als getan. Die Wanderung findet nur im offenen Meer statt. Und nur in bestimmten Regionen. Rick wird seine gesamte Erfahrung brauchen. Er muss die Wasseroberfläche bei Tag genau beobachten, um zu erkennen, an welchen Stellen im Ozean sich das Leben konzentriert. Dort ist die Chance am größten, dass sich auch nachts etwas tut. Rick beginnt seine Suche in den tropischen Breiten des Pazifiks. Zusammen mit dem erfahrenen Skipper Dennis Bishop an Bord der MS Coco hält Rick Ausschau nach Anzeichen für unterseeisches Leben. Von seinem Kajak aus hat er den perfekten Rundblick. Ich achte auf Vögel, die tief über dem Wasser kreisen. Oder vielleicht sehe ich am Horizont die Fontäne eines Wals, der bläst. Oder Fische, die aus dem Wasser springen.
Das sind die einzigen Anzeichen, die uns in dieser endlosen Weite helfen können, etwas zu finden. Dann ist es soweit. Rick hat eine Walfontäne gesehen. Der Wal selbst ist wieder getaucht, aber eine glatte, runde Stelle an der Wasseroberfläche deutet darauf hin, dass sich darunter etwas Großes verbirgt. Als Rick taucht, ist da nichts. Nichts als blaues Wasser, 2 Kilometer tief, leer und scheinbar ohne Leben. Aber dann vage Schatten. Grindwale. Sie ernähren sich von Tiefseekalmaren, die einen Großteil der Lebewesen ausmachen, die nachts aufsteigen. Wenn die Wale so nah an der Oberfläche schwimmen, kann das nur heißen, sie warten darauf, dass ihre Beute hier bei Anbruch der Nacht aus der Tiefe heraufkommt. Unter den Walen erscheint ein weiterer Jäger, ein Weißspitzenriffhai. Wenn ich diese Schatten sehe, habe ich keine Angst. Es ist einfach nur aufregend. Haie jagen an der Oberfläche und sind Opportunisten. Der Walschwarm verspricht eine Mahlzeit der besonderen Art. Wenn ich Haie und Wale zusammen sehe, weiß ich, irgendwas wird passieren. Es scheint, als ob der Hai versucht, die Wale zu erschrecken, damit sie ihren Kot ausstoßen, bevor sie abtauchen. Tagsüber bietet das offene Meer dem Hai oft nur wenig Beute. Aber er hat eine Methode entwickelt, wie er die Wale dazu bringen kann, ihm ihre Nahrungsreste zu überlassen. Eine rote Wolke bedeutet, dass die Wale Kalmare gefressen haben. Ich kann sehen, wie der Hai aus den Kotwolken Reste von Kalmaren schnappt. Weißspitzenriffhaie gelten als Killerfische schlechthin. Aber wenn sie sich so ernähren, ist dieser Ruf doch eher zweifelhaft. Die Wale gehen auf Tiefe. Sie können bis zu 600 Meter hinabtauchen. Sehr viel tiefer als Rick oder der Hai. Dort unten können sie den ganzen Tag über Kalmare fressen. Die meisten anderen Jäger müssen die Nacht abwarten und den Aufstieg der Tiefseewesen. Der Hai schwimmt weiter. Alle Bewohner des Meeres sind Nomaden, ständig auf der Suche nach Nahrung oder einem Partner für die Paarung. Rick hat das Blau des Ozeans wieder für sich. Aber dass die Wale hier waren, ist vielversprechend. Rick beschließt abzuwarten, was als nächstes passiert. Und nach einiger Zeit entdeckt er ein weiteres günstiges Zeichen. Wo 2 Meeresströme aufeinandertreffen, verdichtet sich das Nährstoffvorkommen. Und es entsteht eine fruchtbare Linie in einem ansonsten konturlosen Ozean. Das heißt, wir sind hier richtig. Und wenn du eine Spur hast, bleib dran.
Es sind ideale Bedingungen für Phytoplankton, mikroskopisch kleine Pflanzen, die sowohl das Sonnenlicht brauchen, als auch die Nährstoffe der beiden Meeresströmungen. Sie sind die Grundlage der Nahrungskette hier draußen und ein Festmahl für einen Sardellenschwarm. Aber die Sardellen haben ein Problem. Das Sonnenlicht macht sie zu einem leichten Ziel für Raubfische. Und schon bald ist ein Schwarm Bonitos zur Stelle. Ein wahres Gemetzel beginnt. Als wenige Minuten später ein Seidenhai angeschwommen kommt, sind nur noch ein paar Sardellen übrig. Der Hai schnappt sich die verletzten Exemplare, die die Bonitos übrig gelassen haben. Aber von dem Plankton ist noch im Übermaß vorhanden. Und es bietet vorsichtigeren Meeresbewohnern Nahrung, die erst nach Einbruch der Dunkelheit an die Oberfläche kommen. Ich glaube, wir sind richtig. Viel Plankton und Beutefische im Wasser und unter uns ein tiefer Unterwassergraben. Die Suche hat sich ausgezahlt. Das Zusammentreffen von Meeresströmungen und der Geologie des Meeresbodens zieht Leben an. Rick und Dennis sind optimistisch. Ich sehe da hinten Treibgut. Darunter tut sich was. Was hast du? Ich kann von hier oben weitersehen als du. Es zieht sich die ganze Linie entlang. Warte mal, da ist ein Baumstamm. Okay, nichts wie hin. Kamera? Hab sie. Gut so. Und den Rest noch. Dennis hat ein Stück Treibholz entdeckt. Okay, wirf den Motor an. Treibholz kann zu einer Art schwimmendem Riff werden, das zahlreichen Fischarten Zuflucht bietet. Und wenn es bei Tage Leben anzieht, sind die Chancen gut, dass Rick nachts einiges zu sehen bekommt. Wenn wir nah genug dran sind, schwimme ich mal rüber. Geht klar. Ein Schwarm von Fleckendelfinen ist in der gleichen Richtung unterwegs. Ein weiteres ermutigendes Zeichen. Ein paar hundert Meter vom Stamm entfernt geht Rick ins Wasser. Es scheint, als ob die Delfine dort Beute finden. Und so ist es. Die aufgerissenen Schnauzen sind ein Signal an Nahrungskonkurrenten, sich fernzuhalten. Rick ist nicht der Einzige, der den Delfinen folgt. Gelbflossentunfische jagen oft gemeinsam mit Delfinen. Und da sind sie auch schon. Niemand weiß bisher, warum die Aktivitäten um ein Stück Treibgut im Meer so weite Kreise ziehen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass der Baumstamm nicht für alle Platz bietet. Schließlich ist Rick mitten im Geschehen. Aber die Hektik um ihn herum erstreckt sich viel weiter, als er sehen kann. Die Delfine schießen um den Stamm herum und jagen die kleinen Fische ins offene Wasser.
Einige Arten verbringen hier ihr ganzes Leben. Wie sie etwas so Kleines wie einen treibenden Baumstamm in einer Fläche von zigtausend Quadratkilometern finden können, ist ein Rätsel. Tatsache ist, dieser Fleckenmeer ist ein Tummelplatz für Jäger und ihre Beute. Ein Schwarzspitzenhai. Rick muss sich vorsehen. Als kleiner Fisch hier herumzuschwimmen, ist das eine. Aber ein Mensch ist eine wirklich fette Beute. Es sind einfach zu viele Tiere hier, die alle wild drauf losjagen. Ein Speerfisch. Bis zu 3 Meter lang und unglaublich schnell. Normalerweise sind seine Schuppen hell silbrig. Wenn er jagt, färben sie sich schwarz. Und hier sind die Jagdbedingungen ideal. Für so ein Bankett legen Raubfische hunderte von Kilometern zurück. Es dauert nicht lange und Rick ist von diesen Riesen des Ozeans umgeben. Mit ihren Rückenflossen drängen sie die kleineren Fische zusammen. Dann stoßen sie nacheinander in die Wolke aus Beutetieren hinein. Nach einer Stunde sind fast alle Beutefische verschwunden. Als die Sonne zu sinken beginnt, tauchen die Jäger hinab, den aufsteigenden Geschöpfen der Tiefsee entgegen. Ohne Sauerstoffflaschen kann Rick nur etwa 20 Meter tief tauchen. Aber die große Wanderung ist wahrscheinlich noch hunderte von Metern unter ihm. Er muss warten. Eine ähnlich große Ansammlung von Jägern und Beutetieren im Dunkeln zu finden, wird nicht einfach sein. Der nächtliche Ozean ist nahe der Oberfläche so leer wie bei Tage. Aber Rick ist überzeugt, dass die Anwesenheit so vieler Raubfische hier oben bedeutet, dass die Wanderung an genau dieser Stelle stattfinden wird. Rick und Dennis warten auf die Dunkelheit. Das Echolot verzeichnet unter ihnen eine dichte Masse, die langsam aufsteigt. Sie hat die Ausmaße einer kleinen Stadt und besteht vollständig aus Lebewesen. Auf Rick wartet die größte Herausforderung seiner Arbeit als Unterwasserkameramann: Nachtaufnahmen im offenen Meer. Diese Babylederrückenschildkröte ernährt sich von kleinen, gallertartigen Tieren, die als erste mit der nächtlichen vertikalen Wanderung aufsteigen. Und da kommen sie auch schon. Eine Salpe. Der erste Aufsteiger der Nacht und die bevorzugte Nahrung der Schildkröte. Nachtaufnahmen im Meer sind immer etwas Besonderes und gefährlich. Jeder Fehler kann tödlich sein. Wind und Strömung können das Mutterschiff versetzen und der Taucher verliert die Orientierung. Ein Scheinwerferstrahl im Wasser soll Rick helfen, die MS Coco wiederzufinden. Außerdem will er mit einer Lichterkette experimentieren, wie sie Fischer nachts als Köder einsetzen. Viele Lebewesen der Tiefsee sind biolumineszent. Sie leuchten im Dunkeln.
Rick hofft, dass Unterwasserjäger die Lichter von Weitem als potenzielle Beute wahrnehmen werden. Es ist eine klare, mondhelle Nacht. Die Bedingungen an der Oberfläche sind perfekt. Rick wartet im Dunkeln unter dem Schiff, während die Lichter 10 Meter tiefer hängen. Wenn du nachts ins Wasser springst, ist das ein komisches Gefühl. Man springt buchstäblich ins Nichts, ins Schwarze. Seltsame Kreaturen tauchen aus der Tiefe auf. Der Ozean verwandelt sich. Eine Staatsqualle. Ihre Tentakeln leuchten im Dunkeln, um Beute anzulocken, genau wie Ricks Köder. Einige Staatsquallen können bis zu 40 Meter lang werden. Rick hält vorsichtig Abstand. Da sind jede Menge ätzende Organismen im Wasser. Und diese Staatsquallen haben es wirklich in sich. Eine Feuerwalze. Auch sie leuchtet wie so viele Tiefseegeschöpfe. Biolumineszenz kann unterschiedliche Funktionen haben. Einigen Arten dient sie zum Anlocken von Beute, anderen zur Abschreckung von Feinden. Wieder andere nutzen sie zur Partnersuche. Eine winzige Segestitgarnele hat sich einer großen Feuerqualle angeschlossen. Allein im Wasser wäre sie eine leichte Beute. Ein junger Fangschreckenkrebs. Seine Augen gehören zu den komplexesten Organen im Tierreich. Sie sind sein einziger Schutz. Ohne Stacheln oder Schale sind junge Fangschreckenkrebse extrem verwundbar. Für Rick sind es faszinierende Begegnungen. Aber Anzahl und Vielfalt der Tiere sind sehr viel geringer, als er erwartet hatte. Ich hatte gedacht, das Meer würde von Leben nur so wimmeln. Entweder mache ich etwas falsch oder wir sind an der falschen Stelle. Das Echolot zeigt immer noch die dichte Wolke aus Lebewesen an. Aber sie steigt nicht weiter auf. Sie schwebt bewegungslos in 50 Metern Tiefe. Aber warum? Rick braucht zusätzliche Informationen, bevor er den nächsten Versuch unternimmt. Einige Tage später. Rick hat sich an das Meeresforschungsinstitut im kalifornischen Monterey gewandt. Zusammen mit den Wissenschaftlern wird er auf dem Forschungsschiff Rachel Carson hinausfahren und nach Antworten suchen. Das Institut hat eine Reihe von hochspezialisierten Geräten zur Erforschung der Tiefsee entwickelt. Es ist die erste Adresse, wenn es um die Rätsel der vertikalen Wanderung geht. Ich hoffe, dass mir die Forscher sagen können, was ich wissen muss, um die Wanderungen zu filmen. Dr. Bruce Robison ist einer der führenden Experten für die Welt der Tiefsee. Das Institut arbeitet mit einem ferngesteuerten U-Boot, der Ventana, um das Leben dort unten zu untersuchen.
Die Ventana hat mehr als 3000 Tauchfahrten hinter sich. Mit ihren Kameras konnten die Forscher eine bahnbrechende Fülle an Details in der Tiefe beobachten. Sowohl bei Tag als auch in der Nacht. Das U-Boot kann über 1 Kilometer tief tauchen und theoretisch unbegrenzt unter Wasser bleiben. Das ist eine Welt, die ich als Taucher nie zu sehen bekomme. Ich bin wirklich gespannt. Das Team sitzt sicher und trocken an der Oberfläche, während es die Ventana vom Kontrollraum des Mutterschiffs aus steuert. An den Monitoren warten alle auf die ersten Anzeichen von Lebewesen. Aber als die Ventana 50 Meter Tiefe erreicht, bleiben die Bildschirme enttäuschend leer. Mit jedem Meter nimmt die Dunkelheit zu. Meter unter der Meeresoberfläche gibt es so gut wie kein natürliches Licht mehr. Und jetzt werden die ersten winzigen Lebewesen gegen das Dunkel sichtbar. Bald schweben auch größere Exemplare vorbei. Eine Medusa, Durchmesser 6 cm. Das Team manövriert sie vorsichtig in einen Sammelbehälter. Frühere Versuche mit Fangnetzen hatten meist die Zerstörung der empfindlichen Organismen zur Folge. Das neue Verfahren hat die Untersuchung zahlreicher bisher unbekannter Arten ermöglicht. Unter anderem wurde so die Tiburonia entdeckt, die rote Riesenqualle. Es ist eine Welt voll bizarrer Geschöpfe. Viele von ihnen, wie der Kakadu-Kalmar, sind in den oberen Meeresschichten nur selten anzutreffen. Die meisten dieser Wesen sind gallertartige Planktonfresser. Ihre weichen Körper passen sich dem Druck in der Tiefe ohne weiteres an. Aber welchen Zweck hat ein roter Körper wie der dieser blutbäuchigen Rippenqualle in einer fast lichtlosen Umgebung? Sogar in dieser Dunkelheit gibt es Jäger. Ein Viperfisch. Mit seiner Länge von einem halben Meter und einer Lebenserwartung von über 30 Jahren gehört er zu den effektivsten Raubfischen. Ein Gespensterfisch. Dank seines transparenten Kopfes und den grünen, nach oben gerichteten Röhrenaugen kann er alles, was über ihm schwimmt, als Schatten wahrnehmen und sich dann seiner Beute von unten nähern. Das war knapp. Ich frage mich, was er mit diesen seltsamen Augen sieht. Rick ist fasziniert. Diese Tiere waren bisher für ihn unerreichbar. Aber warum kamen sie nicht näher an die Oberfläche? Der entscheidende Faktor bei der vertikalen Wanderung, erklärt Bruce, ist das Licht. Tagsüber bleiben die Tiere in der Dunkelheit der Tiefe. Indem sie erst nachts zum Fressen aufsteigen, verringern sie die Gefahr, von Raubfischen entdeckt zu werden. Bruce hat herausgefunden, dass sie in einer Zone bleiben, in der die Helligkeit maximal 1% des vollen Tageslichts beträgt. Bedingungen, wie sie nachts nahe unter oder unmittelbar an der Wasseroberfläche herrschen. Mit zunehmendem Tageslicht sinkt diese 1%-Zone immer tiefer. Und mit ihr tauchen auch die Tiere wieder hinab ins Dunkel.
Bruce hat mir erklärt, warum ich so wenig zu sehen bekam. Der Mond war einfach zu hell. Die Tiere blieben unterhalb meiner Tauchtiefe. Rick hat nur eine Chance, wenn die Nächte dunkler sind. Er wird es in einer mondlosen Nacht noch einmal versuchen. Wir werden weit rausfahren, über den Tiefseegraben, wo wir vor ein paar Tagen ja schon mal fast erfolgreich waren. Rick und Dennis hoffen, dass der Bio-Hotspot, den sie gefunden haben, bei ausreichender Dunkelheit erneut zum Leben erwacht. Eine Garantie gibt es dafür nicht. Sie müssen es einfach versuchen. Die Scheinwerfer der Kamera und auf dem Boot mögen hell wirken, aber sie sind sehr viel weniger lichtstark als der Mond bei Ricks vorherigem Tauchgang. Diese Krabben sind hoffentlich ein gutes Zeichen. Sie können nicht sehr tief tauchen und suchen deshalb ihre Nahrung nahe der Oberfläche. Wenn sie hier so zahlreich sind, erwarten sie offenbar jede Menge Beute. Das heißt, die lebende Wolke kann jeden Moment aus der Tiefe heraufsteigen. Eine Rippenqualle schwebt durchs Wasser. Die Entwicklung bei Unterwasserkameras ist enorm. Die neuen digitalen Geräte liefern selbst bei minimalen Lichtverhältnissen hochauflösende Bilder. Jede Minute tauchen jetzt weitere Tiere auf. Absonderliche Lebensformen, die meisten ohne Sehvermögen, dafür pulsieren sie in allen nur denkbaren Farben. Eine Krabbenlarve wird von ihnen angezogen und verfängt sich in den klebrigen Tentakeln. Sie kämpft um ihr Leben und kann sich befreien. Aber es sind immer noch weniger Tiere, als Rick sich erhofft hat. Er muss warten, bis die Biowolke dichter wird. Es ist, als triebe ich im Weltraum auf der Suche nach neuen Lebensformen. Bastardmakrelen materialisieren aus der Schattenzone. Sie warten auf das aufsteigende Plankton. Und nur Sekunden später ein Schwarm Raubkalmare. Auch sie sind aus der Tiefe aufgestiegen, um ihrer Beute zu folgen. Den Laternenfischen. Sie sind die am zahlreichsten vertretene Fischart der Tiefsee und dem Leben in der Dunkelheit gut angepasst. Leuchtpunkte an ihren Seiten sollen Fressfeinde verwirren und den Schwarm zusammenhalten. Die scheinbar planlosen Bewegungen der Laternenfische sollen verhindern, dass die Kalmare ihre Ziele berechnen können. Doch dieser hat es geschafft. Seine Beute ist fast so groß wie er selbst. Aber Kalmare sind weder die raffiniertesten Jäger hier unten, noch die stärksten. Auch sie sind Teil der Nahrungskette. Plötzlich stoßen die Kalmare farbige Wolken aus. Sie sollen Angreifer ablenken und die Fluchtbewegungen der Kalmare verschleiern. Es gibt immer die Chance, dass ein Jäger sich auf die Wolke stürzt und sein Ziel verfehlt. Aber Delfine orten ihre Beute mit Schallwellen. Die Wolke nützt den Kalmaren nichts. Sie fliehen.
Die Delfine folgen ihnen. Und machen reiche Beute. Aber die größte Überraschung für Rick ist das hier. Ein junger, kurzschnäuziger Speerfisch, gerade mal 5 cm lang. Es ist ein faszinierender Fisch. Ich habe schon lange gehofft, mal einen zu sehen. Und jetzt ist er hier, im offenen Meer, bei Nacht. Er ist ein enger Verwandter des Speerfisches, den Rick beim letzten Mal gefilmt hat. Wenn er das Heranwachsen überlebt, kann er über 2 Meter lang und 35 Kilo schwer werden. Es ist wie vor Costa Rica, wo ich das erste Mal nachts gedreht habe. Im Gegensatz zu ausgewachsenen Speerfischen sind Jungtiere nur selten bei Tage zu sehen. Solange sie klein und gefährdet sind, verbergen auch sie sich im Dunkeln. Als der Speerfisch verschwunden ist, scheint der Ozean wieder leer zu sein. Dennis, ein Babyspeerfisch. Im Ernst? Ja, ungefähr so lang, schillernd blau, unglaublich zarte Rückenflosse, kleine kurze Schnauze. Ich kenne niemanden, der schon mal einen gefilmt hat. Einfach nur schön. Bis jetzt hat Rick nur den Beginn der großen Wanderung gesehen. Die Masse der Tiere muss aus einer Tiefe von einem halben Kilometer oder mehr aufsteigen. Rick nimmt an, dass sie einfach noch nicht weit genug oben sind. Er muss es später in der Nacht noch einmal versuchen. Die Stunden vergehen. Rick und Dennis beobachten aufmerksam den Bildschirm des Echolots. Sie können sehen, wie die Wolke aus Lebewesen unter ihnen langsam aufsteigt. Aber ist es dunkel genug, damit sie nahe genug an die Oberfläche kommt? Ein Hai umkreist das Boot. Die Anwesenheit dieses großen Räubers sagt Rick, dass mehr und mehr Tiere aus der Tiefe heraufkommen. Die vertikale Wanderung nähert sich ihrem Höhepunkt. Es ist Zeit für den nächsten Tauchgang. Als Rick wieder ins Wasser geht, ist es kurz nach Mitternacht. Und alles hat sich verändert. Wo Stunden zuvor nichts war, wimmelt es jetzt von Plankton. Diesmal ist es anders. Das Meer ist voller winziger Tiere. Als filme man in einem Schneesturm. Ein Mantarochen. Der 5-Meter-Riese frisst sich durch eine Wolke mikroskopisch kleiner Organismen. Es ist der Moment, auf den er gewartet hat, genau wie Rick. Rick ist umgeben von Lebewesen. Die Schicht, die sie bilden, ist so dicht, dass sie von Seefahrern oft für den Meeresboden gehalten wurde. Der Pazifik explodiert förmlich vor Leben. Es ist die größte Wanderungsbewegung der Welt. Am
Ein außergewöhnliches Ereignis, das sich allnächtlich in allen Ozeanen der Welt abspielt. Hunderte Millionen Tonnen von Tieren heben und senken sich im Wechsel von Licht und Dunkel. Oasen des Lebens in der Wasserwüste der Ozeane. Sichtbar für jeden, der weiß, wo und wann er suchen muss. Als die Nacht endet, kehrt sich der Ablauf um. Die Geschöpfe der Tiefsee sinken zurück ins Dunkel. Die Mantas und die Delfine ziehen weiter. Rick ist wieder allein. Seine Begegnung mit der Welt der Tiefe ist zu Ende. Die ersten Sonnenstrahlen des Tages dringen in ein endloses, stilles Meer. Und nähren aufs Neue das Plankton, den Lebensspender für die Wesen der Tiefe. Rick wird weitertauchen, um die Bewohner des Meeres zu filmen und ihrem verborgenen Leben nahe zu kommen. Denn auch wenn sich jetzt um ihn herum nichts als die scheinbar endlose Leere des Pazifiks erstreckt, weiß er, dass in allen Ozeanen der Welt die Geschöpfe der Tiefe bereits wieder darauf warten, dass es Nacht wird.